Und als Returner Montez Lattimore aufgestellt. Und er ist unterwegs und geht auch in Richtung Lattimore. Der nimmt den an der 11 auf und versucht sich jetzt durchzutanzen, aber gute Arbeit von den Münchner Special Teams. Die Unicorns starten an der eigenen 26-Yard-Line. Also Gerke im Backfield, kein Running Back. Erster Passversuch, der geht tief und der ist gefangen. Und das ist der erste Touchdown für die Unicorns. Ja, das war Magnus Buhmiller. Und sehr, sehr schön gesehen, direkt der erste Pass, der einen Tick zu kurz geworfen war. Allerdings kommt da der Defender nicht mehr rein. Schöner Release. Und ja, erster Touchdown für die Unicorns. Links Caleb Schweigert, Rollout geht aber nach rechts, Pass geht zu Schweigert, der auf dieser Crossing Route zurückkommt und der besorgt den nächsten Touchdown Unicorns. Ja, sehr, sehr starkes Play, so wie es von hier aus aussah, hatte sogar Ian Gerke die Wahl zwischen Klenk und zwischen Schweigert, entscheidet sich für Schweigert, sehr, sehr sichere Receiver und er lässt da nichts anbrennen, secure den Touchdown zum 14 bzw. zum 13:0 für die Unicorns. Erste und 10 von der 20 jetzt für die Cowboys. Engelmann schaut nach links, geht jetzt zu seinem Top-Receiver und der ist gefangen. Hat er die Füße in Bounds? Wow. Ja! Wow! Touchdown für die Munich Cowboys. Das war Austin Upshaw. Ja, sehr, sehr starkes Play. Hat sich stark durchgesetzt. Müsste Jan Klenk gewesen sein, der eigentlich in einer sehr, sehr guten Position war. Allerdings hat er das wirklich klasse gemacht. Setzt sich da durch bei dem Jumper. Offensichtlich haben sie Jan Klenk ausgemacht und Upshaw mit sehr, sehr sicheren Händen. Ne? Ich bin mir fast sicher, dass wir auch noch dieses Matchup wieder sehen werden. Engelmann geht erstmal zu Thompson, der ist intercepted. Lattimore hat den Ball und kommt um ihn rum an der 40, 30, 20. Interception, Return, Touchdown durch Montez Lattimore. Ja. gerade noch gesagt, dass wahrscheinlich Upshaw wieder gesucht wird. In dem Fall, Marco, wurde eigentlich Lattimore aktiv gesucht. Der Ball ging überall hin, nur nicht zu einem Münchner. Ja doch, der läuft doch ein Münchner, aber da hat der Lattimore in Coverage übersehen. Und der hat dann auch einfach den Speed, um den absolut nach Hause zu bringen. Ja, absolut. Damals war es 98 Yard Interception Return Touchdown. Ja, ja. Sehr, sehr stark, sieht man auch nicht so häufig in der Länge. Da kommen nochmal Signale vom Offensive Coordinator. Von außen Engelmann auf Upshaw, Fade Route und die ist gefangen. Nächster Touchdown für die Munich Cowboys. Gerke in der Shotgun, die Münchner zeigen Blitz an. Wirft auf Anawal in die Endzone und der ist gefangen. Ja, das war sehr, sehr stark von Anawal, der nicht mal hoch springen muss, aber man sieht es sicherlich gleich im Replay nochmal. Effektiv seinen Körper einsetzt, so den Defensive Player abschirmt. Hier sehen wir es nochmal und es sich selbst einfach macht. Schönes Play. Selbst der vierte Running Back erzielt Yards en masse. Jetzt Passversuch, der ist gedacht für Caleb Schweigert und der macht den Catch in der Endzone. Touchdown für die Schwäbischer Unicorns. Ja, mal wieder ein geniales Play. Auf Schweigert kann sich ihn Gerke verlassen. Was vor allem wichtig zu erwähnen ist, relativ wenig Pässe. Dann kommst du nach einem kompletten Offensive Drive, wo fast nur gelaufen wird, wirfst so einen Ball genau on point, schön auf die Brust von Schweigert, was ja nochmal zusätzlich Selbstvertrauen für ihn Gerke gibt. Also, die Unicorns verbessern ihren Rekord auf 8:2 und sind damit immer noch gleich auf mit den Kemptenern. Wir werden sehen, was die Kemptener in Braunschweig machen. Sie waren ja 14:0 vorne. Die Unicorns haben es auf jeden Fall in eigener Hand, haben hier heute ihre Hausaufgaben erledigt.